Ja, hi. Heute wollen wir mal schauen. Zweiter Tag in ihrem neuen Quartier. Die Raupen des großen Kohlweiß links sind fleißig am Fressen. Im Vergleich zu gestern ist da so ein bisschen was passiert, dass einiges weggefressen worden. Man könnte meinen, das wurde hier regelrecht pulverisiert. Aber nein, das ist der Kot. Der Kot der kleinen Räubchen wird wahrscheinlich eins zu eins verarbeitet. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo ist denn der Rest der Bande? Können wir auch gerne mal gucken. Dann wende ich einfach mal das Blatt. Ups. So, und hier ist der Rest der Bande. Die mögen es eher, dass man sie nicht so sieht. Und schön zu beobachten ist auch, dass sie so auf Vibrationen, also die reagieren jetzt auf meine Stimme. Dieses Zucken sieht ganz lustig aus. La la la. Ja, die ganze Bande bewegt sich dann ein bisschen. Aber wie hier auch wieder zu sehen, die sind fleißig am Fressen. Und produzieren ordentlich Abfall. Ja, das ist jetzt Tag 2. Bin mal gespannt, wie lange der ganze Spaß dauert. Und mal gucken, wie viele überhaupt durchkommen. Das ist ja eine ordentliche Menge. Das ist also so ein komplettes Gelege, was ich da von der Pflanze entfernt habe. Und ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gezählt. Wahrscheinlich hätte ich gar nicht die Ruhe, das da zu zählen. Schwer zu schätzen, weiß ich nicht, 30, 35 Stück vielleicht. Ja, schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Das ist auf jeden Fall, ich find's spannend. Ja, wenn ihr Lust habt, guckt einfach mal rein, guckt mal, wie sie sich entwickeln. Ja, auf dem Weg zum Schmetterlingen. So, dann werden wir die Kollegen mal wieder in Ruhe lassen. Ich pack's dann mal wieder rein. So. Ja, hier oben sind ein paar drauf. Die sind echt noch winzig, also ich sag mal so 0,8 Zentimeter vielleicht. Ungefähr. Schauen wir mal, wie schnell die wachsen und wie lange das Ganze dauert. Tja, das war mal wieder ein kleines Update. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Bis bald.